Zikaden. Ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann. Musik Hans-Werner Henze. Sie hören eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks unter der Regie von Gerd Westphal. Es erklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Aber das ist lange her. Ich weiß nicht, wann und wo es war. Eine Musik ohne Melodie, von keiner Flöte, keiner Maultrommel gespielt. Sie kam im Sommer aus der Erde, wenn die Sonne verzweifelt hochstand, der Mittag aus seiner Begrifflichkeit stieg und in die Zeit eintrat. Sie kam aus dem Gebüsch und den Bäumen. Denk dir erhitzte, rasende Töne, zu kurz gestrichen auf den gespannten Saiten der Luft oder Laute aus ausgetrockneten Kehlen gestoßen. Ja, auch an einen nicht mehr menschlichen, wilden, frenetischen Gesang müsste man denken. Aber ich kann mich nicht erinnern. Und du kannst es auch nicht. Oder sag, wann das war. Wann und wo. Wir hören die Musik wieder auf einer Insel. Diese Insel ist nicht sehr groß. Im Hafen kommt mittags ein Schiff an und bringt die Leute zurück, die am Vortag zur nächsten größeren Stadt ans Festland gefahren sind. Auf dem Mittagsschiff stehen heute ein paar junge Burschen an der Reling, die im Herbst zum Militär müssen. Der Arzt hat sie tauglich gefunden und sie sind auch braun gebrannt und gesund und würden zu jeder Arbeit gern genommen werden. Sie beugen sich über die Reling und spucken ins Wasser, und der kleinste von ihnen spuckt am weitesten. Auf der Bank, die ums Heck führt, hat sich eine Bäuerin ausgestreckt, die ihre Verwandten in der Stadt besucht hat. Sie liegt mit dem Gesicht zur Lehne. Der schwarze Lumpen, in dem sie steckt, ist bis an ihre Knie hinaufgerutscht, und ihre nackten Beine sind zu sehen, die Haut fleckig und zerrissen, als wäre sie durch Brombeeren gegangen. Sie schläft, denn sie hat ja nichts mehr zu sehen. Es sind immer derselbe Himmel und dasselbe Meer da. Der Besitzer des konkurrenzlosen Hotels in der kleinen Hafenstadt spielt mit den beiden Karabinieri, die auf der Insel Dienst tun werden, Karten. Könige und Damen, Buben und Asse werden auf die Bank geknallt und drei angestrengte Gesichter erglänzen im Schweiß. Der wird mit einem Rockärmel abgewischt. Aber warum spreche ich von diesen Leuten? Ich kenne sie ja nicht. Und die meisten auf dem Schiff sind Fremde, mit Gesichtern,
in die viele Grenzübertritte gestempelt sind. Sie kommen aus der ganzen Welt. Und ich kenne sie alle. Denn es sind noch immer die Schiffbrüchigen, die auf Inseln Zuflucht suchen. Man wird mir erwidern, es trägt sie doch ein weißes, mit fröhlichen Wimpeln besetztes Schiff herüber. Sie haben große, volle Koffer zur Hand, sie sind barhäuptig und tragen bunte, flatternde Halstücher und an den Füßen luftige Sandalen. Und ich erwidere, man sieht es ihnen nur nicht an, dass sie schon ohne Kraft sind und am Ufer hinsinken werden, wenn keiner ihnen zusieht, mit geschlossenen Augen. Und dass sie Gott danken werden für ihre wunderbare Rettung. Sie alle wissen nichts von der Insel, die sie für ein Stück Erde höherer Ordnung halten. Sie sehen zurück auf den Kontinent, diesen grauen Klebstreifen am Horizont, dem sie entronnen sind. Und sie danken Gott dafür, dass er das Meer zwischen sie und das Land gelegt hat. Mit einer Fahrkarte und einem Pass in der Tasche, mit wenig oder viel Geld für die kommende Zeit, erreichen sie ihr Ziel und sind voll Misstrauen gegen ihresgleichen. Darum spricht keiner mit dem anderen. Aber das wird sich ändern nach einer Weile. In der kommenden Zeit, wie Sie meinen. Sie werden dann verstreut über die Insel wohnen und versuchen, ein neues Leben zu beginnen. Und die Zeit wird kommen. Später, viel später, weiß der eine und der andere, dass das Mittagsschiff weiter muss. Es liegt nur eine Stunde im Hafen und zieht dann eine Schleife ins Meer hinaus. Wer sollte auch auf den Gedanken kommen? Es fährt ja keiner so weit. Die zweite Insel, die das Schiff berührt, ist viel kleiner. Feigen und Wein gedeihen dort nicht. Die Insel ist felsig. Und die braunen, saftlosen Grasbüschel, die sich hervortrauen, könnte man zählen, aber das lohnt nicht. Man hält sich besser an die hohen, kräftigen Kakteen mit ihren fingerlangen Stacheln, die gegen den Himmel die Erde vertreten. Dies ist ein Ort der Erlösung. So steht es auf dem Transparent geschrieben, das an zwei rostigen Stangen links und rechts der kleinen Bucht festgemacht ist. Nur ein Boot liegt da, an einem Felshaken vertäut. Das Mittagsschiff legt hier nicht an. Es bleibt 200 Meter weit draußen auf dem offenen Meer liegen und wartet, bis ein paar Männer von der Wachmannschaft ins Boot springen, herüberrudern und die Post, die Kisten mit der Verpflegung und Hausrat holen. Manchmal auch einen Menschen mit einem Papier, das ihm erlaubt, einen Tag lang auf der Insel zu bleiben. Das geschieht selten. Denn die hier auf Erlösung warten, setzen zu viel oder zu wenig Hoffnung auf einen, der kommt, auf eine Stunde seines äußersten Lächelns und seiner wahrhaftigsten Tränen. Sie haben nichts mehr, um der Madonna zu opfern, zu deren Füßen in der Kapelle unter der Erde das Licht ewig brennt, wie am Quadrat des Himmels, das den Hof deckt, die Sonne. Es gibt auf dieser Insel 12 Mann Wachmannschaft und 5-mal so viel Bewachte. Auch hier ist die Musik zu hören. Mittags, wenn die Sonne ergeben im Zenit steht. Das Schiff, das mittags kommt, ist ein Mittler. In seinem Bauch in einer dunklen Ecke liegen die Postsäcke. Für jede Insel einer. In dem größeren Sack tragen die Briefe schöne, lustige Marken. Und wenn man sie gegen das Licht hielte, könnte man sie lesen. Weiß Gott, was diesmal in dich gefahren ist. Und nun musst du auf dieser Insel leben. Oh, so warst du immer. Immer, immer, immer. Oh, du Pirat. Und was würdest du sagen, wenn ich doch eines Tages nachkäme und dich zurückholte, eh der Vulkan Feuer speit? Und du, vergiftet von dem Zisternenwasser und von den Selbstgesprächen. Und weiß Gott, wie du das aushältst, Tag und Nacht. In dem kleineren Sack sind die Briefe zerknittert und von Schatten verschmiert. Sie sehen aus, als hätten die Leute, die sie schrieben, sie nicht gleich eingeworfen, sondern eine Weile mit sich herumgetragen und jede Zeile 100-mal überdacht. Tag und Nacht, weiß Gott. Ich sitze mit den Kindern beim Essen. Es ist kalt geworden. Obwohl der Hunger groß ist. Einige sagen, die Madonna weint wieder Blut. So könnten wir sie bitten um deine Freiheit. Aber es wird eben nie sein. Nie, nie, nie. Manche sagen, die Insel ist die Hölle und es hat keinen Sinn mehr, ein Gnadengesuch zu machen.
Andere sagen, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Welche Hoffnung, da es an allem fehlt? Ich werde wieder nicht kommen können in diesem Jahr. So sind wir wohl alle miteinander verdammt, seit dieses Unglück über uns gekommen ist. Morgen wird jeder seinen Brief bekommen. Aber was heißt morgen auf den Inseln? Kommt doch ein Tag wie der andere, ein großes, einmaliges Heute nach dem anderen herauf. Langsam wird morgen der riesige Scheinwerfer, noch ehe er selbst sichtbar geworden ist, einen glänzenden Laufsteg vom Horizont zum Ufer hinüberwerfen. Wenn er höher steigt, verschleiert sich das Land. Es wird dunstig und so hell, dass die Dinge ihre Gestalt aufgeben und konturlos im Licht schwimmen. Mittags erreichen Stille und Hitze von der Helle unterstützt ihren Höhepunkt. Und wenn die Helle ganz dünn und zerbrechlich geworden ist und die Insel unter ihrem Glasdach dampft, steht ein Mann mit einem Brief in der Hand unter dem Schilfrohrdach seiner Terrasse. Er lässt die Hand sinken und lehnt sich an die weißgetünchte Wand des kleinen Hauses, denn er kann jetzt nicht denken. Er erwartet angespannt den ersten Ton, den ersten schrillen Laut der ersten Zikade, ehe tausend andere Töne über diesen Ton herfallen und ihn und die Stille zerreißen. Du auf dieser Insel leben, oh du Pirat. Und was würdest du sagen? Und du, vergiftet von Selbstgesprächen. Wer sind Sie? Einer, der erst Atem holen muss. Wie sehen Sie denn aus? Nicht vorteilhaft. Ein Schwertfisch hat sich an meinem Haar zu schaffen gemacht, aber das Kostüm ist Mode, glauben Sie mir. Nackt schwimmt es sich besser auf langen Strecken und man überholt die Nacht leichter, wenn man mit ihrem Duvette schwimmt. Fett setzt man freilich keins dabei an. Sind Sie sicher, dass Sie zu mir wollen? Und was suchen Sie eigentlich? Wollen Sie mir nicht zuerst Ihren Bademantel geben? Sie sehen doch, dass ich am ganzen Leibe zittere. Ich will Sie auch von dem Anblick befreien. Bitte, der Mantel. Wollen Sie nicht mich fragen, ob ich mich setzen möchte? Sie sehen doch, dass es mich schüttelt. Die Anstrengung war groß und ungewohnt. Bitte setzen Sie sich. Oder wollen Sie nicht... Ob ich nicht lieber ins Haus kommen möchte? Gewiss, gerne. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Sie sind mir noch eine Erklärung schuldig. Sie sind von Natur aus misstrauisch. Es genügt, dass ich's geworden bin. Seit Wochen hat niemand den Fuß auf meine Schwelle gesetzt. Mein Besuch wird keine gesellschaftlichen Verpflichtungen nach sich ziehen, wenn Sie das meinen. Und Ihrem Misstrauen habe ich nur mein Vertrauen entgegenzusetzen. Es ist Mittagszeit, Sie werden essen wollen. Auch ich habe Hunger und ich bin nicht anspruchsvoll. Wir waren dort auf schmale Kost gesetzt. Sie wollen zum Essen bleiben? Gut. Sie wollen sich setzen? Gut. Mit ins Haus kommen? Gut. Meinen Bademantel? Ja. Vielleicht darf ich Ihnen auch mit etwas Wäsche aushelfen, Ihnen meinen Anzug geben, weil Sie Ihren verloren haben, weil man Ihnen alles gestohlen hat oder, weiß Gott, irgendeine Geschichte wird sich schon finden. Alles wird sich finden, aber über den Anzug können wir später in Ruhe sprechen. Ich glaube, Sie haben ein gutes Herz, mein Herr. So kommen Sie. Der Tisch ist schon gedeckt. Vergessen Sie Ihren Brief nicht. Er ist zu Boden gefallen. Er kann liegen bleiben. Dann muss ich ihn wohl aufheben. Sehen Sie, wie ich zittere? Aber ich bücke mich gern, um einen Brief aufzuheben. Kommen Sie. Eine Frage. Haben Sie jemanden im Haus? Gefährtin? Freund oder
dienstfertiges Wesen? Wieso? Es ist von einiger Wichtigkeit für mich, das zu wissen. Ich hätte nicht gern noch jemand eingeweiht. Die Frage war müßig. Ich sehe es, man ist allein. Es war einmal eine Insel, auf die verschlug's Robinson. Und er baute sich eine Hütte aus den Steinen, die eine gütige Natur verschwenderisch ausgesetzt hatte. Verwarf die Mauer mit Schlamm und färbte die Wände mit der weißen Milch der Kokosnüsse. Er wand sich ein Tier, Dunst, warmes Fell um die Hüften, stach nach den Affen und briet die zutraulichen Haie, die er mit bloßen Händen gefangen hatte. Er sprach mit Eidechs und Krabbe über Gott und die Welt, trachtete nach dem unbewegten Profil der Felsen und teilte die feierliche Einsamkeit seines Herzens mit Flut und Ebbe. Er sah ins Weite, und eine alte Schrift erschien am Himmel, quer auf der Kulisse der Unendlichkeit. Du bist Orplid, mein Land. Was sagten Sie? Du bist Orplid, mein Land. Ich habe nie davon gehört. Ich bin dort gewesen. Es ist dies ein Ort der Erlösung. Ich verstehe nicht. Was sehen Sie, wenn Sie auf der Terrasse stehen und aufs Meer hinaussehen? Was soll ich sehen? Das Meer. Leicht gekräuselt oder plötzlich Wellen weit draußen sich erheben, stürzen und sich wieder erheben, mit weißen Schaumkämmen auffliegen und glanzzerstäubend in sich zusammenbrechen. Sonst sehen Sie nichts? Auch an klaren Tagen nichts? Ich sehe den Himmel. Sonst sehen Sie nichts? Ich werde Ihnen sagen, was Sie sehen. Eine Insel, deren Größe sich leicht abschätzen lässt, wenn man von hier hinübersieht und abwechslungsweise in geografischen Kategorien denkt. Die kleine Insel dort? Natürlich. Manchmal ist sie sehr gut zu erkennen an klaren Tagen. Wollen wir annehmen, dass ich von dort komme? Ach. Ah, ich verstehe. Sie sind die ganze Strecke geschwommen, unerhört. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Aber hören Sie zu. Kurz nach Mitternacht war es soweit. Über ein Jahr habe ich an diesen einen Augenblick gedacht, von dem ich die Uhrzeit nie wissen werde, nie die Konstellation der Sterne am Himmel. Ich glaube, ich hatte ihn so gut vorbereitet, dass der Weg über den Felsen nach dem lautlosen Ausbruch vorher mir wie eine Wiederholung schien. Ein Weg, den ich in Gedanken schon so oft gegangen war, dass ich ihn ohne Verwunderung nicht so rasch, nicht so langsam nahm. Der Teil des Augenblicks jedoch, in dem ich auf dem niedrigsten Felsen der Klippwand angelangt war und die Arme hochhob und sprang, war neu. Er kann sich nicht wiederholen. Ich muss 12 Stunden geschwommen sein, nackt und wehrlos. Ich neidete den anderen die Zellen, die Geruhsamkeit in diesen Stunden. Dass ich die Wette nicht verlor und die Nacht überholte, rührt vielleicht daher, dass mein Verstand nie stillstand. Denn mein Herz es tat, weil es sich berührt, betastet, umgarnt vom Wasser und Dingen im Wasser fühlte. Was muss ich tun, wenn ich Ihnen glaube? Das Einfachste, die Oliven in die Mitte des Tisches stellen. Mir ein Stück Fisch vorlegen, die Feigen und den Käse zum Nachtisch bringen. Ein bisschen Salz noch, ein bisschen Pfeffer. Unsere Gläser sind leer geworden, es muss nachgeschenkt werden. Sie wissen nicht, was Sie reden. Was allen Ernstes soll jetzt geschehen? Ist es nicht so, dass sich einer strafbar macht durch Mithilfe an der Flucht? Vor allem durch die Flucht selbst. Was in Gottes Namen soll jetzt geschehen? Ich werde noch eine Weile hierbleiben, Ihnen aber wenig Ungelegenheiten machen. Meiner Diskretion können Sie sicher sein. Ihren Anzug muss ich mir allerdings ansehen. Wenn er mir passt, werde ich ihn nehmen. Ein Geschenk unter Brüdern. Dann werden Sie mich aufs Schiff bringen, das mittags kommt. Dann eine Schleife ins Meer hinauszieht, wiederkommt. Und schließlich ans Festland zurückfährt. Ein fröhliches Schiff. Im Hafen machen 2 Carabinieri Dienst. Ihr Anzug wird mir gut zu Gesicht stehen. Einen Hut werden Sie wohl auch mitgebracht haben von drüben. Brauchen werden Sie ihn vermutlich nicht mehr. Sie wollen hier bleiben? Oder irre ich mich? Ja, ich will bleiben. Wie lange waren Sie dort? Lebenslänglich. Man kann sich der Strafe nicht entziehen. Man kann sich der Welt nicht entziehen. Ich sprach von Ihrem Fall. Ich sprach von unserem Fall. Es fiel mir so ein. Hier ist eine Insel und ich habe das Vergessen gesucht.
Er ist nicht der Einzige hier. Vielleicht nur der Einzige, der ein wenig zu weit geht. Er liest nicht einmal die Zeitung, obwohl es ihm schwerfällt. Nein, ich meine nicht die Zeitung von drüben. Das bringen viele übers Herz. Ich meine den Inselboten. Dieses Ein-Mann-Blatt, das schon seit vielen Jahren bei Benedetto in guten Händen ist. Der weiß, was seine Leser erwarten. Keine Politik, keine Börsenberichte. Obwohl es ihm also schwerfällt, liest unser Mann die Zeitung nicht. Sonst wüsste er, dass er nicht der Einzige ist, falls er sie zu lesen verstünde. Aber er hört Antonios herrliche Stimme, wenn er mittags das Blatt in der Gegend austrägt, und sie erfüllt ihm die Nachrichten und Meldungen mit dem barbarischen Zauber alter Jagdrufe. Mrs. Brown läuft Wasserski! Mrs. Brown läuft Wasserski! Mrs. Brown läuft Wasserski. Über salzweiße Wasser, den Hang vor der Bucht hinauf und hinunter. Manchmal spürt sie, dass die Decke nachgibt und stemmt sich mit aller Kraft gegen den Wind. Sie befürchtet, dass sie über die Schaumwurzeln und in die großen schwarzen Wannen fallen könnte, in denen einer vor ihr ertrunken ist. Und sie fürchtet die Strömungen, die zuerst an ihrem Herzen zerren. Sie ist blond und heldenhaft. Ein Heldenmädchen mit einer silbernen Badekappe. 5-mal geschieden, 5-mal vernichtet von den Gewohnheiten ihrer Männer. Dem zu viel und zu wenig. Den Whisky-Lippen, den tabakbraunen Fingern, dem Nachtschweiß. Mit dem Lavendelgeruch auf glatten Morgengesichtern, den zelebrierten Scheckbuchunterzeichnungen. Von Antonio weiß ich übrigens nichts, außer dass er neben dem Zeitungsvertrieb noch viele Geschäfte macht. Eines seiner einträglichsten besteht darin, in diesem Sommer Mrs. Browns Motorboot zu fahren und sie, wenn sie erschöpft, die Schlaufen löst und ans Ufer taumelt, zu stützen. Antonio? Ja, Mrs. Brown? Es ist gut, Antonio. Antonio? Ja, Mrs. Brown? Die Mädchen ziehen die Schuhe aus, wenn sie mit dir tanzen? Ja, Mrs. Brown. Und wenn der Tanz zu Ende ist, lässt du sie auf bloßen Füßen stehen? Und gehst zu den Musikanten? Du bestellst dir ein Lied, zu dem nur du den Text weißt. Und siehst die Mädchen kein einziges Mal an. Du singst. Ja, Mrs. Brown. Du hast die schönste Stimme, die ich je gehört habe, Antonio. Meine Stimme ist grau und stumpf. Die meisten Töne sind dir ausgefallen. Würdest du wohl einmal für mich singen, Antonio? Ja, Mrs. Brown. Dann würde ich dich fragen, ob für mich ein Platz in deinem Boot ist, wenn du nachts hinausfährst und die Netze auswirfst. Ja, Mrs. Brown. Könnte ich, wenn wir weit genug draußen sind, die Lampe ins Meer werfen? Könnte ich die Lampe ins Meer werfen, wenn alle Fische im Netz sind? Ja, Mrs. Brown. Als ich das Kind haben sollte, haben sie es mir genommen. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, schreit es. Aber ich habe seine Stimme nie gehört. Sie haben mir das Kind und die Stimme genommen. Das ist es. Verstehst du, Antonio? Ja, Mrs. Brown. Aber du glaubst doch nicht, dass es zu spät ist, Antonio. Glaubst du, dass der Wind dreht, wenn wir zurückkommen? Glaubst du, dass ich in der Bar vor den Augen aller, alle Gläser zerschlagen wird, dass sie klingen und zu dir hinübergehe? Ja, Mrs. Brown. Werden die bloßen Füße mir brennen? Werden die Tränen mir kommen, wenn ich mein Gesicht an dein Hemd lege, ins Salz, in die Schuppen? Werde ich tanzen können unter Tränen? Ja, Mrs. Brown. Und werde ich singen können? Ja, ja, ich werde wieder singen können und sprechen mit meiner alten Stimme, Antonio. Nein, Mrs. Brown. Nein,
Mrs. Brown. Mr. Brown auf Unterwasserjagd. Mr. Brown auf Unterwasserjagd. Mr. Brown, der Fünfte aus Illinois, ist bald 60 und die Herzattacken stellen sich immer regelmäßiger ein. Er geht unters Wasser mit Flossen und Maske und ficht mit den schärfsten Harpunen gegen die andrängenden Bilder. Die Naturmord, Seegras, Seestern und Seeigelnapf kennt er gut, die Auswüchse enigmatischer Gebirge, die grünen Schluchten mit gespreizten Korallen und stehenden Fischen. Aber er wartet auf den neunfüßigen Polyp, der in vielen Gestalten unten umgeht. Sein Haus hängt voll von Jagdtrophäen, Köpfen von Triglien und Seezungen, und hin und wieder sagt er zu Helen Brown, deren Gegenwart er meidet: Ja, meine Liebe, ja, der Wolf ist noch nicht erlegt, du brauchst drum beim Essen nicht mit mir zu rechnen. Und er meint, wenn er sein Herz im Wasser weitet und kühlt, er müsste tiefer tauchen können, bis zu dem Tanggrab eines waffengrauen Kreuzers und durch eine lichte Welle die Bänder von der Matrosenkappe wehen sehen, die dem kleinen Sergeant Brown gehört hatte, der sein und einer früheren Mrs. Brown Sohn war. Er meint, das müsste sein, wenn den Muscheln der Mund aufspringt und eine Woge blau ihm den Wolf über den Weg schickt, der hinter den Matrosenkappen her ist. Von Antonio weiß ich übrigens, dass er Mr. Browns Harpunen in Ordnung hält und dasteht wie ein Pflock, an dem man ein Boot binden kann, wenn Mr. Brown aus dem Wasser steigt, mit Fischköpfen am Gurt, denen kein Blut aus den Kiemen läuft. Antonio! Ja, Mr. Brown? Es ist gut, Antonio. Antonio? Ja, Mr. Brown? Wenn einer lang genug unterm Wasser gelegen hat, könnte man sagen, er sei tot. Ja, Mr. Brown. Glaubst du, Antonio, dass du eines Tages den Weg vom Strand heraufkommen, ohne anzuklopfen, in mein Haus treten und sagen könntest, da bin ich? Ja, Mr. Brown. Glaubst du, dass ich nur deshalb ein großes Vermögen gemacht habe, um's auf den Tisch zu werfen, als Ablöse? Dass ich sagen würde, hier, meine Herren, das und noch mehr ist mir mein Sohn wert. Es werden sich andere finden, denn er ist nicht gemacht für euren Krieg. Ja, Mr. Brown. Was meinst du, ob wir wohl Helen sagen, dass wir sie nicht mehr brauchen mit ihren dramatischen Ansprüchen und den Kampfansagen metallener Badekappen? Ja, Mr. Brown. Ob wir für immer hier bleiben und im Winter über den Weinberg schauen, wenn keiner mehr sich drin bückt nach den Trauben? Ob wir bei einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen, ein Stück Holz nehmen und beide das Kürzere ziehen? Wer muss jetzt in den Keller gehen und die nächste Flasche volllaufen lassen? Lass uns miteinander gehen. Ja, Mr. Brown. Natürlich wäre es dann Zeit, die Pfeifen hervorzuholen und zu putzen und zu sagen, ja, mein Sohn, ja, Vater,
Wir haben den Wolf erlegt. Dem ist das Feuer im Rachen ausgegangen. Der bläst keinen Rauch mehr aus den Nüstern. Ja, Mr. Brown. Natürlich hätte ich dann Lust, noch einmal unter Wasser zu gehen und nach dem Namen des Kreuzers zu sehen. Aber nur, damit ich mir den Arm, wo er ganz glatt geblieben ist, über den Muskeln tätowieren lassen kann. Das Datum, den Ort im Anker und den Namen drunter. Als rührt es von einer Liebesnacht. Ja, Mr. Brown. Weißt du, wie einem zumute ist, der mehr hergegeben hat, als er zu geben hatte? Ja, Mr. Brown. Ein Sohn ist mehr, als man hat. Und ein Weinberg wäre ein schönes Erbe für ihn. Man gibt die Ablöse gern. Meinst du nicht? Ja, Mr. Brown. Ich habe nie schöneres Haar gesehen als deins. Das war mir mein Sohn nicht schuldig. Meins ist schon ganz licht. O geliebte Dunkelheit deiner Haare. Ja, Mr. Brown. Dann würde ich wohl tun können, was ich nie konnte. Dein Gesicht hernehmen mit beiden Händen und dir das Haus zeigen. Dich fragen, bist du da? Bist du wirklich da? Nein, Mr. Brown. Nein, Mr. Brown. Salvatore stellt aus. Salvatore lädt ein. Ich vergaß zu sagen, dass Antonio jedes Jahr um diese Zeit auch Salvatore hilft. Er trägt die frisch gerahmten Bilder aus dem Haus des Malers in Lavinias Bar, schlägt dort Nägel in die Wände und hängt den Kram nach eigenem Gutdünken auf. Denn auf Salvatores Anweisungen zu hören, hätte wenig Sinn für ihn. Er lehnt doch nur betrunken an der Theke und schreit Antonio an. Platz da! Zwischen dem Sonnenaufgang, dem Sonnenuntergang, lass Platz, Antonio. Und schlag den letzten Nagel ein, wo Platz ist. Da hängst du dann wohl mich auf. Ich kenn dich, Antonio. Du meinst wohl, ich häng mich auf. Salvatore heißt Retter. Diesen Namen hatten dem Maler die paar jungen Leute gegeben, mit denen er auf die Insel kam, denn er wollte sie aus irgendwelchen Konventionen lösen, den Konventionen einer Klasse, eines Landes, einer Akademie. Die Jungen gingen bald wieder zurück. Früher hieß er natürlich Eckstein oder Eriksen, wie Schweden oder Norweger eben heißen. Er war einer von den dunkelhaarigen, starkschultrigen, die es leicht aufschwemmt. Die Leute nennen ihn hier die Qualle. So umrisslos ist er geworden, ein Schwamm, vollgesogen mit dem billigsten Wein und den billigsten Schnäpsen. Sein Durst treibt ihn schon früh morgens zu Lavinia und lässt ihn noch nachts nicht los, wenn er vor ihr auf den Knien liegt, ein weinender Koloss, vor dem lamentierenden Koloss Lavinia, der aus einem ganz kleinen Mund Verwünschungen ausstößt. Vorwärts auf, du trockene Palette, vorwärts auf. Wann er malt, weiß niemand. Lavinia weiß längst, dass die alten Bilder nur jedes Jahr frisch gerahmt werden, die er damals vor 10 oder 15 Jahren machte, ganz im Anfang, in der großen Hoffnung auf das Licht. Wenn ich im Licht nicht nüchtern werd, werde ich's nie mehr, hatte er damals gesagt.
Und wenn ich hinter den Blicken nicht den Blick finde, setze ich mich auf die Straße, rühre den Staub an und mal die Ölbaumblätter damit ab, wie es ein Schmutzfink auf einer Akademie getan hätte. Aber dann fiel immer mehr weißes Licht auf die Leinwand. Und wenn er auch nur einen Strich ziehen wollte, fiel ihm der Stift aus der Hand. So weiß ist mein Bild. Und der Blick ist ganz weiß, sagte er an späteren Morgen, wenn ihm das Licht den ersten Durst machte, und goss sein volles Glas dem Strahlenschwall ins Gesicht. Ich darf nicht nachgeben, sagte er auch gern. Eine Ausstellung im Jahr ist Pflicht. Man kommt sonst aus den Augen der Leute. Und Antonio weiß die Bilder gut zu hängen. Antonio. Ja, Salvatore. Es ist gut, Antonio. Antonio. Ja? Hättest du Lust, dieser Tage für mich eine Stunde zu sitzen? Ja, Salvatore. Könntest du wohl eine Weile die Augen dabei zumachen und dann plötzlich aufsehen mit dem Tierblick, dem allerersten Blick und dem Blick des Gottes, Antonio? Ja. Ja, ja, ja. Und könntest du die Handflächen so wenden und zeigen, dass ein Strahl hineinspringt und die Linie nachzieht, die allerersten, die vom feuchten Venushügel zu den Sandflächen des Verstands laufen? Die Handflächen, ja, Salvatore. Und könntest du das Hemd ein wenig aufknöpfen, dass ich sehe, wo der blaugrüne Fleck blieb, an dem der Pfeil abprallte, und dass ich die Rosen auf deiner Brust knospen sehe? Die Brust, ja, Salvatore. Und könntest du die Nasenflügel starr halten, als hätten sie nicht über Gerüche zu fliegen, sondern stillzuhalten in der reinsten Luft. Stillhalten, ja. Und könntest du rasch in die Tasche greifen, den Arm ausstrecken und in der Hand vor dem einfallenden Licht das Messer verbergen. Ja, Salvatore. Und könntest du ihm das Haupt abtrennen und mir entgegenhalten, wie Apollon das Haupt der Medusa den Menschen hinhielt. Ein angstweißes Haupt, weil es Blut verlor. Ja, Salvatore, und ja. Und könntest du warten, bis das Blut, das auf die Leinwand tropft, trocken ist und ich den Rahmen gefunden habe. Könntest du warten, bis ich den Nagel aus meinem Fleisch gezogen habe, an den ich sie hängen werde? Kannst du diese Weile noch warten? Nein, nein, Salvatore, nein! Antonios Geschäftigkeit könnte einem manchmal zu viel werden. Aber er muss schließlich leben. Und es gibt nur im Sommer etwas mehr zu verdienen. Auf der Insel ist die Wahl nicht groß, nur die Wahl unter den Fremden. Und er hat sie alle gewählt. Salvatore lädt ein. Salvatore stellt aus. Die Stimme höre ich gern. Es ist Antonio. Aber ich lese die Zeitung nicht. Ich hoffe, es weit zu bringen. Soweit nie mehr eine lesen zu müssen. Eines Tages wird in meinem Gehirn ein Teil verkümmern, der, mit dem ich Buchstaben aufgefasst habe. Dann ist jede Nachricht und jeder Brief unschädlich. Köstlich. Ich meine die Oliven, wenn man sie mit einem Schluck Wein nimmt. Man kann sie grün und schwarz essen. Wenn man sie presst, geben sie Öl. Und den Kuchen bekommen die Esel. Übrigens gab es dort keine Zeitung. Wir hätten gerne eine gelesen. Das Merkwürdigste ist, man wird nicht so rasch zum Analphabeten. So zäh halten wir fest, was wir einmal berührt haben. Aber man muss sich fernhalten. Einen Stein ansehen, ihn nicht bewegen. Ihn wieder ansehen und liegen lassen. Aber dann muss man ihn aufheben, gegen etwas schleudern oder ihn lockern und weiterrollen. Sie verstehen mich nicht. Ich will Sie gar nicht verstehen. Ich will Sie so gründlich missverstehen, weil ich Jahre meines Lebens zurückgewinnen muss. Übrigens sagt man von den Zeitungen, dass in Ihnen stehe, was schon nicht mehr wahr ist. Sagt man das? Ich möchte hingegen wetten, dass es noch eine alte Zeitung gibt, in der einiges über mich steht.
Das ist noch immer wahr. Und morgen wird wieder einiges über mich drinstehen. Der Bursche wird an Ihrem Haus vorbeigehen und es ausrufen. Ihr Verstand wird Ihnen einen Augenblick lang Recht geben und sagen, das ist wahr. Ich muss jetzt meinen Rock anziehen und hinunter zum Hafen gehen, mich verständlich machen. Meine Herren, in meinem Hause halte ich den Mann verborgen, den Sie suchen. Ich habe mit ihm gegessen, getrunken und über einiges gesprochen, das mich nichts angeht. Allerdings wusste ich nicht, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Dieses letzte Detail wird natürlich nicht in der Zeitung stehen. Aber es wird doch nicht wahr sein. Sagen Sie schon, was Sie von mir wollen. Was wollen Sie von mir? Was soll ich tun? Mir eine Atempause geben und sich nicht um die Welt kümmern, um die Sie sich sowieso nicht kümmern wollen. Also auch sich selbst eine Atempause gönnen. Und das andere ist zu viel, als dass man es verlangen könnte. Ich bin überreizt, gespannt, auf dem Sprung. Und ich habe zu lange mit niemand gesprochen. Lang allein sein macht so ungerecht. Der Fleck auf der Wand, der Nabel, der beschaut wird, diese Stille im Innern, die abgelauscht wird. Welche Offenbarung! Stehst du still oder steht die Welt still? Vielleicht liegt hier das große Rätsel. Das Glück ist die Atempause. Ich bin rechtschaffen müde. Schlafen Sie ein paar Stunden, dann werden wir weitersehen. Wenn Sie mir eine Tasse Kaffee geben, wäre es mir lieber. Die Pause auskosten können. Auch kann ich mittags nicht schlafen. Hier sagt man sogar, man solle nicht schlafen um diese Zeit. Es ist von Bedeutung. Ja, ich glaube, wir sollen nicht schlafen, damit wir die Zikaden hören können. Wer sagt das? Die Leute hier. Ich denke, Sie reden mit niemand. Das Notwendigste doch. Man kann nicht unfreundlich sein. Und wenn es zu viel wird, lasse ich die anderen sprechen und gebe keine Antwort mehr. Wenn es zu viel wird. Und mittags schlafen Sie also nicht, sondern hören auf den Gesang der Zikaden? Gesang? Ach, man hört hier so wenig. Es ist fast alles, was man hört. Denken Sie bloß. Nun? Sie wollten von den Zikaden sprechen. Nein. Von einem Brief, den ich bekam. Sie überraschten mich dabei, als ich ihn las. Es schien mir nicht so. Sie hatten ihn zu Boden fallen lassen. Aber hier ist er. Sie wollten wohl sagen, ich solle ihn herausgeben. Ja. Oder nein. Der Brief ist nichtssagend. Von einer Frau? Tja. Was will sie? Dem hier ein Ende machen. Unvorstellbar. Diese Redensarten, Sie ahnen es nicht. Übrigens wartete ich in der ganzen letzten Zeit auf einen Brief. Er kam nicht. Vielleicht ist er heute gekommen. So ist es ja immer, wenn man zu sehr wartet. Aber auch das Elend hat seine Redensarten. Das Essen ist kalt geworden, obwohl der Hunger groß ist. So sind wir wohl alle miteinander verdammt. Trotzdem schlief ich noch in der letzten halben Nacht gut. Und ein Gerechter hätte mich darum beneidet. Auch Sie. Abends wird die Luft besser. Man hat das ja jahrelang nicht gehabt, ist immer zu früh aufgestanden und zu spät zu Bett gegangen oder zu spät aufgestanden und noch später zu Bett gegangen. Mit dem geschäftigen Gesumm in den Ohren, Überlegungen für morgen und in Erwartung nächtlicher Hiobsbotschaften. Ach. Hier ist das Erbarmen groß. Die Stunden werden nicht geschlagen. Erbarmen? Welchen Grund haben Sie, sich selbst zu verbergen, wie Ihr Schlaf hier aussieht? Vor mir brauchen Sie die Nacht nicht zu loben. Ich behaupte, dass der Schlaf Sie schon lange verlassen hat. Ach, mein Schlaf. Sie zittern ja vor Müdigkeit und schlafen bestimmt jeden Mittag, wenn es sich einrichten lässt. Was haben Sie nachts getrieben? Haben Sie denn das Tor nicht gut geschlossen und sich gut gewappnet gegen die begierigen Teilnehmer, die in den Drähten hängen, mit ein bisschen Mitleid, ein bisschen Grausamkeit? Sie wissen doch, dass es auch zwischen Zellen Verbindungen gibt, von trommelnden Knöcheln hergestellt, für begierige Ohren. Das zärtliche Nachrichtenspiel mit ein bisschen Mitleid, ein bisschen Grausamkeit zwischen Mensch und Mensch.
Die Ungeborenen halten es schon so mit ihren Müttern. Das ist ein verfluchtes Spiel. Aber hier ist die Luft rein und vermittelt nicht mehr. Erbarmen. Wenn der Mond abstürzt im Tamariskengesträuch, ist die Inselnacht da. Das verfledderte Licht der Mondleiche sinkt in die Spalten des erloschenen Vulkans. Das bringt Unruhe, mein Herz. Und keiner wird schlafen können. Das Bett, in dem die Holzwürmer zu nagen beginnen, stöhnt. Und die Luft streicht mit feuchten, warmen Zungen über den Leib. Oh, dass Regen käme mit einem großen Wortschwall. Oh, dass die Nacht durchzecht werden könnte. Dass die Gläser überflössen. Dass der orangefarbene Wein das Laken fleckte, denn das bringt Glück. Dass die Brust sich nicht abquält und dürr würde innen. Und das Ohr geweitet von Meldungen, die es nicht aufnehmen mag. Nicht den Finger spürte mit den kurz und langen Zeichen aus einer unbegriffenen Vorwelt. Das vor Hunger grollende Meer. Schlurfender Wind schritt nah und näher. Der bewegte Zitronenbaum, der mit gelbsüchtigen Früchten um sich wirft, Säure in Blatt und Stamm. Und näher die flatternden Nachtschmetterlinge aus welken Greisenliedern. Dann das Letzte. Der schwarze Käfer, der sich totstellt auf der leichenblassen Wand. Und der hat's nicht besser, der sich schlafend stellt. Denn er weiß ja, du hast das Schiff vorbeiziehen lassen, Robinson. Du hast das einzige Schiff nicht gesehen, hast nicht gewunken, kein Feuer gemacht. Du hast dich schlafend gestellt, mein Herz. Soiree bei Prinz Ali. Frack und Orden, großes Abendkleid. Frack und Orden, großes Abendkleid. Prinz Ali ist der letzte Ableger eines Königshauses, das schon vor längerer Zeit zur Abdankung gezwungen worden ist. Sein Name bedeutet Geld für die Insel, wird lässig ins Gespräch geworfen und geschlürft, wie eine Auster, die man vor einem kleinen Schluck Sekt nimmt. Sogar Mrs. Brown ist fähig, nach einer heldischen Anstrengung, den Kopf sinken zu lassen und zu murmeln. Heute Abend leider nicht. Wir haben Ali zu oft abgesagt. Der Arme würde sich kränken, wenn wir nicht kämen. Nicht wahr, Charles? Der Prinz kommt gern mit offenem Hemd und zerknitterten Hosen auf die Piazza und bestellt eine Zitronenlimonade mit einem Stückchen Eis. Sein dunkles Haar ist schütter. Verschwindend ist auch die Gestalt. Das Gesicht gelblich und die Augen fragen sich, wie sie zu dem Mund kommen. Zu viele Geschlechter waren am Zug. Orient und Okzident daran beteiligt. Die einzige politische Handlung gelang dem Prinzen, als er das Haus auf der höchsten bebaubaren Erhebung der Insel knapp unter dem Vulkankegel Buon Retiro nannte. Es wurde in vielen Kreisen als Affront empfunden. Später galt ihm das nichts mehr. In seiner Erinnerung war die Luft drüben mit Attentaten und Revolutionen geschwängert. Er liebte es, sich im Grünen aufzuhalten. Die Schafe kamen manchmal bis an sein Haus. Sie konnten stundenlang eng und unbewegt nebeneinander stehen, um einander Schatten zu machen, und der Prinz schätzte sie mehr als die kleinen Filmmädchen, die auf seinen Terrassen in den Liegestühlen lagen und ihre Gesichter mit starren Wimpern zum Himmel hielten, zur Großaufnahme bereit. Wenn die Mädchen braun genug waren, ihre Bilder in seinen Alben klebten und sein Name ihren Namen genug gedient hatte, schickte er sie höflich in die Ateliers zurück mit Briefen, in denen er für ihre Ausdrucksfähigkeit bürgte. Dann kam die schöne Zeit, in der er eine Wand von Buon Retiro niederreißen und einen Anbau aufführen ließ
um mit den Bauarbeitern die Richtfeste feiern zu können, ihre wilden Gerüche zu atmen und den Geruch von Knoblauch und Zwiebel, Tomaten und frischem Brot, heißem Stein, Steinstaub und Kalk. Wenn seine Mutter ihn aus einem anderen Exil bei dem Andenken seines Vaters beschwor und um mehr Würde bat, fegte er das Haus leer, ließ aus der Stadt trainierte Diener kommen, standesgemäße Einladungen an alle Welt ergehen und ein rechtes Fest vorbereiten, während er stundenlang auf der Piazza vor einem Glas Limonade saß und sich nicht heimtraute. Das ist Antonios große Zeit. Er streicht um die Oleanderkübel, die das Geviert, in dem die Tische von Lavinias Bar stehen, abgrenzen, und pfeift vor sich hin. Es kann geschehen, dass er einen in Streit und Spiel verwickelten Kinderhaufen gegen den Tisch des Prinzen stößt und plötzlich kopfschüttelnd dasteht, die Kinder zurechtweist, ein brandrotes Taschentuch aus seiner Hosentasche zieht und damit die übergeschwappte Limonade vom Tisch wischt, den Geldschein, den ihm der Prinz reicht, mit seinem Taschentuch einstreicht und dem Erschrockenen aufmunternd zunickt. Wenn der Prinz aufsteht, geht er zu dem schwarzen Kabriolett, das im Hausschatten steht, und öffnet den Wagenschlag. Antonio? Ja, Hoheit? Es ist gut, Antonio. Antonio? Ja, Hoheit? Hättest du Zeit, heute Abend zu kommen, du könntest den Herrschaften beim Aussteigen und an der Garderobe helfen. Es wird nicht dein Schaden sein, meinst du nicht, Antonio? Ja, Hoheit. Wenn alle genug getrunken haben und weiter trinken, wenn die Kapelle grüne Insel reich meiner Träume spielt, könntest du damit dem Feuerwerk beginnen? Du verstehst doch wohl, ein schönes Feuerwerk zu machen. Ja, Hoheit. Uns scheinbar liegt die Hülse da. Eine Lunte wird angezündet. Zuerst steigt die Brillantsonne, danach der Springbrunnen. Die Fächerrosette dreht sich im Wind. Königlicher sprüht dann die Diademsonne und gefährlicher die Saturnsonne. Aber die Nacht ist groß und lang. Ja, Hoheit. Wenn die Gesellschaft von den Sesseln aufgesprungen ist und auf dem Marmorparkett die Tanzenden stehen bleiben, wenn die Orden auf den beherzten Frackbrüsten stillstehen und eine Perlenkette sich langsam in einem Nacken löst und die langstielige Rose im Glas entblättert steht, hängst du die Lunten der Hülsen zusammen, weil du die letzten gleichzeitig abfeuern willst. Du bist jetzt ganz aufmerksam und weißt, dass du keinen Fehler machen darfst. Ja, Hoheit. Werde ich dann plötzlich neben dir stehen, ohne Furcht in dein Gesicht sehen und sagen, ich weiß, dass du dir die finstern Läuferrosen für den Schluss aufgehoben hast. Ja, Hoheit. Ich weiß, dass zuletzt die Riesenräder mit dem blauen Wagen in die Nacht hinausrollen werden und dass der Wagen über dem Meer abstürzen wird. Ja, Hoheit. Glaubst du, dass mein Feuerwerk schöner wird als eure Feuerwerke bei meines Vaters Tod? Wenn ich dir alle Farben in die Hand gebe, das fiebrige Weiß, das nackte Grün, das beharrliche Blau und das explosive Rot. Ja, Hoheit. Und werden die, die mir vorangegangen sind, hören, dass die Stille, die meinem Augenblick vorangeht, auch ihre Stille war, die Stille vor dem Anschlag, ehe einer Feuer gibt, und dass ich den alten Mut noch habe. Ja, Hoheit. Und glaubst du, dass ich stärker bin als sie und mich von dir in den Kreidekreis führen lasse, von weißer Vulkanhand gezogen und aus der Tiefe der Erde geführt, von Geschichtslosigkeit zu Geschichtslosigkeit, und dein Urteil erwarte, Aufrührer, dass ich weiß, das finstere Rot ist in deiner Hand und wird in meinem Haar zischen, wenn ich auffliege und die Herrschaft verliere? Ja, Hoheit. Und glaubst du, dass, wenn ich die Nacht so erhelle, mein Opfer gezählt wird und der Funken, der stehen bleibt am Himmel? Wird ein einziger Funke stehen bleiben? Oben, Antonio? Nein, Hoheit. Nein, nein.
Jeanette empfiehlt radioaktive Bäder, Licht und Mandelmilch. Jeanette empfiehlt Sonnenlicht und Mandelmilch. Jeanette hat hier zum ersten Mal den Mandelbaum gesehen. Früher hielt sie Moorkompressen gut für Abergläubische. Sie kämpfte mit seidigen Cremes, die ihren Namen trugen, für die Thesen ihrer Broschüre »Ewige Jugend, ewige Schönheit«, mit seidigen Bröckchen künstlicher Fette, in die sie eine Pinzettenspitze Talg rührte und einen Tropfen hochkonzentrierten Alkohols fallen ließ. Sie war die große Chemikerin unter den Kosmetikern. Und ihr Gesicht und ihr Körper zeugten glaubwürdig für die Richtigkeit ihrer Behandlungen. Dann wurde sie 40. Die Ladenklingel ging den ganzen Tag und klingelte Vertrauen. Der Student Antoine, der sie abends in die Oper bringen durfte, kam seltener. Die Flucht war aber schon festgelegt, als sie vor dem Spiegel saß und sein verräterisches Gesicht zum letzten Mal hinter sich sah. Seine glatten, bewegungslosen Lippen kamen ihrer Schultern nah, dort, wo ein bräunlich gerenderter Fleck auf der Haut erschien und die Bleichcreme Jeanette Nummer 3 noch nicht tief genug eingedrungen war. Damals verlor sie grundlos die Beherrschung, die der Schönheit so zuträglich war, und sagte, während ihr schwindelte, »So sag's doch. So sag mir's doch ins Gesicht, dass ich aussätzig bin, befallen vom Stockfleck, vom Schimmel, vom Krähenfuß. Sag doch, wie's einem Barmherzigen zumute ist, der einen Aussätzigen küsst.« Damals weinte sie sogar, obwohl es schlecht für die Augen war, und ließ die gefüllte Pipette mit den Tropfen liegen, die ihnen den Glanz zurückgegeben hätten. Das ganze Leben ist ja der Versuch, es zu behalten. Und die Schönheit sein Widerspruch, weil sie den Tod sucht. Hier hat Jeanette den Mandelbaum gesehen. Und die warmen Quellen am Fuß des Vulkans, das mit Kraft geladene Wasser, lauschmeckend nach alterslosem Gestein. Sie hat zum ersten Mal das Licht gesehen, die Sonne, die alte Haut einschmilzt und junge Haut so zart rötet. An den Quellen ist der Andrang groß. Viele kommen jede Woche, um ein Bad zu nehmen, gegen Schwäche und Krankheit. Aber Jeanette kommt täglich, um zu baden, sich zu waschen und um von dem Wasser zu trinken. Der Bauer, auf dessen Grund die Quellen liegen, hat nicht Zeit, jeden Tag zu Hause zu bleiben und die Besucher einzulassen. So steht oft Antonio da, gibt die Becher aus Pappe aus, die Handtücher für die Vergesslichen, und aus den Steinwannen lässt er das Wasser ablaufen und füllt sie neu für den Nächsten. Er geht nicht leer dabei aus. Jeanette kennt er schon lange und wundert sich nicht mehr über die Liturgien, die sie todernst und mit großer Langsamkeit vornimmt. Sie trocknet sich nicht ab, sondern lässt sich von der Sonne trocknen. Wenn sie trocken ist, legt sie milchigen Mandelbrei auf. Wenn der Brei trocken ist, wäscht sie ihn mit dem kräftigen Wasser ab, und ihm scheint es, dass sie dabei Formeln spricht. Im Namen welchen Geistes? Ihn sieht sie hin und wieder mit einem kurzen, harten Blick an, als missfiele er ihr, als hätte er das Wasser zu kalt oder zu warm gerichtet. Sie faltet das Badetuch streng und genau, wenn sie es ihm zurückgibt, und findet kein Wort des Dankes. Antonio? Ja, Madame. Es ist gut, Antonio. Antonio? Ja, Madame. Du glaubst doch nicht, dass mich die Bäder zu sehr anstrengen, Antonio? Jeden Tag wird mir heißer danach, als bräche eine heiße Welle aus meinem Herzen, schlügt durch mich und würfe sich an meine Schädeldecke. Doch die Bäder sind wohltätig, nicht wahr? Ja, Madame. Ich werde es wieder mit dem Schlamm versuchen. Er erstarrt in der Luft, und wenn man ihn löst, springt er in flächigen Stücken ab, als sprengen die Kruste der Erde weg mit allen verwitterten Zeichen. Die helle Haut wird schon da und dort sichtbar. Wird sie auch heil sein, frage ich? Ja, Madame. Der Bildhauer, der dem Abguss zusieht, kann's nicht ertragen zu warten. Er möchte die Hände schon sanft auf den Körper legen und ihn fühlen. Wird er schön sein? Und wie schön wird er sein? Ja, Madame. Wie, Antonio, warst du, als er dich aus der Hülle nahm? Sehr schön, ich weiß. Aber es hat wohl niemand darauf geachtet. Du bist aus der Schale gesprungen. Keiner hat sie dir aus dem Weg geräumt. Ich habe zu viel Acht gehabt auf mich. Ja, Madame. Ich muss daran denken, dass unsere Sünden uns die Züge eingraben
und Creme Nourissante und Creme Purifiante uns nicht lossprechen können. Ja, Madame. Aber wenn du mir raten könntest, tauchst du dein Gesicht in die toten Wasserarme der Maremmen, wenn der Mond drin liegt? Reibst du Lorbeer zwischen den Händen und ruhst du auf die Ellenbogen gestützt wie die Epheben? Laufst du mit dem Wind dreimal ums Haus um Mitternacht, dass dein Schritt wie aus Wolken federt? Tränkst du dein Haar mit dem Saft der indischen Feigen, dass der Boden frisch bleibt? Rührt der Glanz deiner Locken vom Schlangenfett? Es ist wohl müßig zu fragen. Du wäschst dich, du sonst dich. Das ist genug. Ja, Madame. So genügt's auch, dass ich mich wasche. Antoine wird zugeben in seiner Vernunft. Du siehst nicht wie 20 aus, sonst müsstest du im nächsten Jahr wie 21 aussehen. Du siehst nicht wie 30 aus, sonst müsstest du bald wie 31 aussehen. Du siehst nicht jünger aus und nicht älter. Du bist schön und hast keine Zeit. Sei barmherzig und lass mich deine Schulter küssen. Ja, Madame. Dann werde ich zu Antoine sagen, geh, mich ekelt. Du bist schwach und gemein. Ich sehe dich durch alle deine Jahre. Mit gelichteter Stirn, fleckigen Nägeln, weitmaschigen Wangen, weitsichtig, schwachsinnig, erfahren um die Nasenflügel, den Mund belastet. Geh. Ich kann keinen Leichnam lieben. Ja, Madame. Ich müsste vielleicht nur länger im Wasser bleiben. Für Minuten tauchen. Das Wasser auch mit den Augen trinken, mit den Ohren. Es überall in mich hineinfließen lassen. Geladen von seiner Spannung werden bis in die letzte Faser meines erschrockenen Fleisches. Ja, Madame. Ich müsste nur standhalten, dann auftauchen, hier an dir vorbeigehen und hinaus am Schilfrohrfeld entlang. Denn ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst und nur heute schön bist. Aber ich weiß auch, dass in den Mandeln die bittere Milch ist für einen, der trinkt und verzichtet, um alles zu gewinnen. Ja, Madame. Wenn ich alles täte, mich wüsche und die bittere Milch tränke, glaubst du, ich könnte mich dann auf die Spitzen meiner Füße heben, meinen Körper fühlen wie eine Sehne, über die ein Pfeil schnellt, um den Tod zu treffen? Oh, Unsterblichkeit! Nein, Madame. Nein, Madame. Angst und Sorge, Stefano wohlbehalten, Eltern in Angst und Sorge, Stefano wohlbehalten. Zufällig war es Antonio, der den Jungen fand. Merkwürdig war höchstens, dass er diesmal von Benedikt kein Geld für die Nachricht nahm, aber es mag sein, dass er es am Ende doch genommen hat. Er fand Stefano, der schon einige Tage unterwegs gewesen, endlich drüben aufs Schiff gegangen und unbemerkt herübergekommen war, hungrig und verstaubt im Hafen. Natürlich brachte Antonio es fertig, alles zu erfahren. Der Junge war fortgelaufen nach der letzten Schulstunde mit einem verknüllten Schulzeugnis, das wie ein einziger Tadel aussah, mit einem Bindfaden, einem Feuerzeug und mit einem Buschmesser in der Tasche. Ein zutraulicher, starker und witziger Junge, zu dem man sich viele Geschwister gewünscht hätte. In der Hafennacht waren die Boote Gespenster. Die Segel teilten Ohrfeigen aus. Und eine Sirenenstimme sagte, lach nicht, halt den Mund, pass auf, wenn ich dich noch einmal erwische. Die Netze hingen vor den Fischhäusern ausgespannt wie Sprungtücher für einen Selbstmörder. Die Schranke, die das Netz halten musste, ächzte bis zum Morgen. Ich sag's nicht zu Hause, ich sag's nicht zu Hause, und wenn sie mich totschlagen, ich sag's nicht zu Hause. Die Sirenenstimme heulte heimtückisch. Du weißt also nicht, wo das Land liegt? Du hältst ja den Atlas verkehrt. Kannst du die Augen nicht aufmachen und die Grenzen sehen? So machte er die schlaftrunkenen Augen in der Nacht auf, damit er das Land fände. Und er hielt den Atlas mit klammen Fingern, bis er zuklappte, denn die Erde hatte ja keinen Platz darauf. Sein Vater ging jetzt gewiss in sein Zimmer, rief die Mutter herbei, ließ sie seinen Schrank aufmachen und schrie fürchterlich, zuletzt, Ordnung ist das halbe Leben. Und die Mutter versteckte gewiss rasch die Mütze mit dem Loch, die ihr in die Hände rollte. Er hatte sie damals so rasch vom Haken gerissen. Sein Vater brüllte gewiss, zeig das her. Dann hieß eine Mütze
ein Corpus Delicti und eine Mutter, die die Arme um den Hals des Vaters schlang, ein Advocatus Diaboli und das Kind beider hieß wahrscheinlich Ausgeburt der Hölle. Aber das Land hatte er doch gefunden. Als er sich auf dem Schiff unter die Reisenden mischte und tat, als gehöre er zu einer der Damen oder zu einem Herrn oder gar zu den Pflegeln mit den Motorrädern, war er nur traurig, weil er nicht aus einer Ladeluke spähen konnte, rußverschmiert, und weil er den Kapitän nicht zu Gesicht bekam, nicht einmal einen richtigen Matrosen, der ihn zum Kohlentrimmen mitgenommen hätte. Als er die Insel sah, war sie noch wunderbar. Das Stück eines Sterns oder ein Komet, der ins Meer niedergefahren war und selig verrauchend wieder emporstieg. Als er die Insel betrat, war sie keine Insel mehr. In den Bäumen hingen keine Datteln, kein Holz war dafür ein Lagerfeuer. Fische wurden verkauft, wie auf allen Märkten, Muscheln und Obst. Alle Menschen wohnten in Häusern und die Plätze und Gassen waren von Geschäftigkeit und Geschwätz erfüllt. Die Kinder waren es gewesen, die ihn aufgegriffen und verraten hatten. Antonio hatte Gottlob nicht viel gesagt und ihn mitgenommen zum Bürgermeister, ihm unterwegs ein mit Tomaten und Zwiebeln gefülltes Brot gekauft, und auf der Gemeinde war Antonio allein voraus und zu den Herren ins Zimmer gegangen. Als er zurückkam und sich zu ihm auf die Bank im Gang setzte, schluckte Stefano an dem letzten Bissen und fühlte sich satt. Antonio? Ja, Stefano. Ist gut, Antonio. Antonio? Ja, Stefano. Wenn ich bis ins Innere der Insel gekommen wäre, hätten sie mich nicht erwischt. Keiner hätte mich wiedergesehen. Ich hätte im Freien geschlafen. Nie wieder im Hafen, nein, unter den Palmen. Ich hätte die Insel erkundet und die Spuren der Tiere gelesen, hätte sie angelockt. Warum sagst du nichts, Antonio? Mit der Sonne wäre ich aufgestanden und dann durchs Gebüsch geschlichen. Die Lianen zerreiß ich mit bloßen Händen, und wo das Dickicht dicht wird, schneide ich es durch. So die Schneide schräg angesetzt, mit diesem Messer. Antonio! Woran denkst du, Antonio? Du hörst mir nicht zu. Aber gib Acht, die Sprache der Eingeborenen verstehe ich freilich nicht. Doch ich werfe die Waffen weg, wenn ich ihnen nahe komme, und rufe, hier ist ein weißer Bruder, der zu euch will. Er kommt aus dem Land der Dampfrösser und der Stahlvögel, aber er hat ein friedliches Herz und möchte mit euch seine Pfeife rauchen. Er will immer bei euch bleiben. Antonio. Antonio, sind alle so braun wie du? Wirst du mich zu ihnen führen und mir deine Hütte zeigen? Wirst du mich mit zum Fischen nehmen und auf die Jagd? Sag ja. Wenn die anderen nächstes Jahr wieder ihre Schlussprüfungen machen und ihnen die Federbüchsen um die Ohren fliegen, haben wir schon einen Berg von getrockneten Fischen. Du hast mir meine Hütte bauen geholfen und in der Mittagshitze liegen wir ganz faul da und schnippen die Melonenkerne. Antonio, glaubst du nicht, dass es gut wäre, die anderen drüben ein bisschen zu erschrecken? Wir springen in die Boote, rammen die anderen am Kiel und stürzen uns brüllend auf die Duckmäuserschiffe. Käme einer bis hierher, so hätten die Geier bald die Schnäbel in seinem Fleisch. Antonio, ich glaube, wir werden uns ein eigenes Recht machen müssen. Denn drüben gibt es nur Unrecht. Wir sind Piraten, aber wir dulden keine Ungerechtigkeit. Alle, die es besser wissen, werden bestraft und an die Masten gebunden. Alle, die ein Kind nicht zu Ende reden lassen, werden fester an die Masten gebunden. Einem, der nur einen Bindfaden und ein Vogelei in der Tasche hat, darf nicht gesagt werden, du hast gestohlen. Aber wer die Taschen voll Geld hat, der muss es hergeben. Jeder, der sagt, du lügst und dabei seelenruhig die Suppe weiter isst und nichts beweisen kann, wird den Hain zum Fraß vorgeworfen. Antonio, warum sagst du nichts? Bist du nicht mein Freund
Und bin ich nicht dein weißer Bruder? Oder bist du auch einer von den Weißen? Nein, sag nein. Du wirst jetzt sagen, geh, spring, lauf. Der Weg führt am silbernen Quell vorbei und am Orangenbaum, aus dem die untergehenden Sonnen gepflückt werden. In dem schmalen Tal des Schweigens stehen die Lasttiere für dich bereit. Zieh landeinwärts und ich deck dir den Rücken, bis wir einander wiedersehen. Antonio, sag ja. Ja, Antonio. Ja, 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 ja. Nein, Stefano. Nein. Ich würde sagen, nein. Geh nach Hause. Und zuletzt vielleicht noch einmal. Nein. Antonios Stimme. Eine schöne Stimme. Mich könnte sie auch locken. Du liebe Zeit. Natürlich werden sie morgen das Tor aufmachen und ihn rufen. Antonio? Ja, Herr. Es ist gut, Antonio. Wie viel kostet das Zeug? Gib schon her. Und unfreiwillig werden sie das Blatt überfliegen und sich die Lippen feuchten. Dachte ich es doch. Eine furchtbare Geschichte. Ich bin froh, dass er sie mir nicht erzählte. Ich weiß nicht, ob ich fähig gewesen wäre, ihm zu helfen, auch nur seine Gegenwart zu ertragen. Er ist fort in das nächste Verderben. Und ich muss diese Geschichte rasch vergessen. Ist gut, nicht wahr? Weil Ihnen meine Geschichte also nicht erspart bleibt, können Sie ruhig die Ihre erzählen. Ich habe keine Geschichte. Keine Schuld, die ins Gewicht fällt, kein Unglück, das mir anhängt, kein Verzeihen, das nicht gewährt werden könnte. Ich bin auf niemandes Kosten hier. Auf Ihre eigenen doch wohl. Sehen Sie, der Kostenpunkt scheidet uns voneinander. Ich habe immer auf Kosten anderer gelebt und die anderen lebten auf meine Kosten. Das hielt sich die Waage. Wissen Sie, worüber ich noch lachen könnte? Brauchen Sie? Gerne, weil ich's lange entbehrte. Vorsicht mit dem Streichholz. Der Brief wird Feuer fangen. Ich glaube, ich werde ihr nicht mehr antworten. Es war mein großer Fehler bis heute, dass sie es tat. Weiter, weiter. Es gehört Mut dazu, nach langer Zeit wieder zu rauchen. Sich auf diese leise Ohnmacht wieder einzulassen, die sich einstellte vor langer Zeit, bei der ersten Zigarette. Hören Sie sich das bloß an. Und nun musst du auf dieser Insel leben. Oh, so warst du immer. Du Pirat. Weiter? Du Pirat. Was würdest du sagen, wenn ich doch eines Tages käme und dich zurückholte, ehe der Vulkan Feuer speit und du, vergiftet von dem Zisternenwasser, verstehen Sie mich jetzt? Und sie ist imstande zu kommen, ehe ich mich versehe. Hier ihre Flakons aufzustellen, ihre Pyjamas auszubreiten und mit dem Griff der Handtasche so unschuldig zu spielen, als hätte sie nicht zwei Rückfahrkarten drin. Wie heißt sie? Anna. Darüber könnte ich wohl noch lachen, wenn sie hier hereinkäme und ich sie sehen könnte. Brünett und renitent, mit irgendeinem fantastischen Halstuch und unempfänglich für Pans Stille und den Flötenton vom verbrannten Hügel. Mit einem Vieltaktmotor im Herzen und gar nicht lauter Stimme. In Rück- und Seitenspiegeln geübt, den Gang aus gelockerten Gliedern, den Kopf voll von Kreuzverhören und den Mund voll von Treffern. Aber ich werde nicht hinuntergehen zum Hafen und sie abholen. Ich werde ihr keine Erklärung geben. Ich bin so weit, dass ich mein Ohr verschanzen kann und ihre Fäuste nicht mehr ans Tor schlagen höre. Ich werde auf meine Terrasse hinausgehen und auf dem Dach das Schilfrohr ordnen, das der Wind zerzaust hat. Es wäre mein endgültiger Austritt aus einer Gesellschaft, die sich fortgesetzt an meinem Leben vergriffen hat. Also doch eine Geschichte. Ich weiß, diese fortgesetzten kleinen Gemeinheiten. Der Erfolg von Misstrauen geschmälert und die Pfiffe von der Galerie. Später der Erfolg geneidet und die Pfiffe aus dem Parterre. Der eklatante Misserfolg. Ich bin kein Schauspieler, Sie irren sich. Aber Sie sind doch gestoßen worden zum nächsten Schritt, zum nächsten Wort. Sie haben doch mitgespielt.
Und ein wenig spielen Sie noch immer mit, Sie wissen es selbst. Ich weiß nicht. Das Stück heißt, ich habe, wenn es hochkommt, 80 Jahre zu leben. Was dann kommt, weiß ich nicht. Nur, dass eine Verschwörung gegen mich im Laufe dieses Stücks schon im Gange ist. Wer heißt mich den Ausgang abwarten? Mein Sinn steht nicht nach Lösungen unter so vielen Opfern. Mit der vorletzten Kraft will ich die Lichter vorzeitig ausdrehen und den Vorhang zuziehen. Mit der letzten Kraft werde ich mich unsichtbar machen. Eine Weile wird man fragen, was ist? Zeigt er sich denn nicht mehr? Zu euch kam er doch jeden Freitag zum Fisch. Anna hat noch einen Brief von ihm bekommen. Er ist dort auf einer Insel. Ich hätte es ihm nie zugetraut, dass er allein sein kann. Ein Mensch, der so eitel war, so ehrgeizig, versessen, vielrednerisch, ahnungslos, verschwenderisch. Oh. Ein großer Sack voll Eigenschaften wird von Ihnen zurückbleiben. Der wird aufgebunden und ausgeschüttet noch einige Male. Dann liegt der Sack in einer Ecke. Manchmal stößt man auf ihn, wenn man in Erinnerungen kramt. Ja, ein seltsamer Mensch, eigentümlich, nicht zu fassen, flüchtig. Einer mit einer Spur, die im Sand verläuft, wo eine Welle drüber leckt. Lange nichts gehört von ihm. Anna? So, sie ist weggezogen. So, und lebt mit dieser massiven Eitelkeit, diesem ganz gewöhnlichen Menschen, diesem zähen, geschwätzigen... Hören Sie auf. Weil Sie jetzt mit einem ganz gewöhnlichen Menschen... Ist doch wohl ein Vorteil für Sie. Ihre Jahre sind ins Unendliche gerettet. Sie sind unsichtbar. Seien Sie still. Still, still. Ich will, dass es endlich still wird. Ich wollte, die Sonne wird schwächer und die Zikaden hörten auf, dass ich auch das nicht mehr hören musste. Aber Sie hören sie ja noch. Das ist gut. Wir sollen mittags nicht schlafen, auch wenn wir sehr müde sind. Wie meinen Sie das? Sie sind sogar sehr stark zu hören. So stark und quälend, dass Sie nicht zu überhören sind. Wie klingt es? Es klingt, wie es manchmal in mir zu klingen beginnt. Wenn die Stille eintritt, sind Hunger und Durst unspürbar. Die Briefe können nicht mehr gelesen werden, die Antwort bleibt aus. Es klingt so, wenn ich mich aus allen Umarmungen löse, aus Glückseligkeit. Wissen Sie, was mir scheint? Ich werde gehen müssen, wenn es nicht zu spät werden soll. Und wissen Sie, was mir auch scheint? Entscheidungen werden so unmerkbar getroffen. Ich würde jetzt mein Bündel schnüren, wenn ich eins hätte. So werde ich Ihnen eins richten müssen. Das Bündel waren die Butterbrote und Bücher, als wir zur Schule gingen. Aktenmappen und Brieftaschen, als wir zur Arbeit gingen. Die Gardenie und das mit Lavendelwasser betupfte Taschentuch, als wir abends aus dem Haus gingen und uns noch einmal die Krawatte vor dem Spiegel zurechtrücken. Oh ja, manchmal hielten wir auch Rosen im Papier versteckt. Es war so peinlich, wie mit einem Bukett zu einer Beerdigung zu müssen. Natürlich war es auch peinlich, aber in jeder Zeit, zu jeder Stunde hatten wir ein Bündel. Hier sind zwei Flüchtlinge zusammengetroffen mit leeren Händen. Sie haben ein paar gesellige Stunden verbracht. Der Mittag ist um und im Hafen wird das Schiff einkehren. Was geschieht? Ich sehe, sie sind mit sich ins Reine gekommen. Sie nehmen den Anzug vom Bügel. Ein ordentliches Stück, dem ich lebenslänglich gebe. Kammgarn, hell und sommerlich gestrählt. Jetzt zittert ihre Hand ein wenig. Sie hängen ihn über die Sessellehne, als senkten sie eine Fahne, als verlangte ich, dass sie ihren Degen nachwerfen. Ich glaube nicht, dass ich den Anzug noch tragen werde. Ich würde mich schwer bedrängt fühlen unter den Nähten. Vielleicht sind nur ihre Schultern ein wenig breiter geworden vom Schwimmen. Das zerrt und zieht eine Weile. Bald spürt man es nicht mehr. Nehmen Sie ihn. Ein ordentliches Stück. Es ist nur schade, dass er mir nicht passt. Versuchen Sie es. Nein, er kann mir nicht passen. Es ist Ihr Anzug. Ein Wagen hält vor der Kurve am Tor. Gleich wird es in der Tür aufspringen, gleich zufallen. Es ist die Mittagsstunde, die wesenloseste Stunde auf den Inseln. Sie sehen dann aus wie die Trümmer einer Illusion, farblos ins Bräunliche spielend. Verbranntes Meer, verbranntes Land. So sagten wir dort. Der Himmel hat den verschleierten Blick. Die Lidspalte zwischen Ost und West zeigt das Augenweiß. Die Pupille ist nicht zu sehen. Schritte kommen herauf. Für den verlorenen Sohn wird das Kalb geschlachtet. Und unter Brüdern wird ein Anzug getauscht. Der Handel ist nicht gut, denn ich bin dieser Welt nie verloren gegangen. Sie hat mich nur versetzt, transferiert auf den Außenposten. Sie hat ihre Augen immer auf mir. Mein Anzug ist angemessen und so wenig zu verhandeln wie der ihre. Ich höre die Schritte. Unweit vom Tor.
Und ginge nicht alles in der Konturenlosigkeit des Mittags verloren, in diesem quälenden, monotonen Lärm, könnte ich sie ausnehmen. Die Schritte einer Frau aus gelockerten Gliedern. Die Schritte von zwei Männern, die ihre Gewehre von den Schultern rutschen lassen und sich ein wenig fürchten. Darum treten sie fest auf. Zwei Burschen, die lieber auf Singvögel als auf Menschenjagd machen. Es ist gut. Mach auf, du Pirat! Öffnen Sie! Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie! Es ist soweit. Ich kann nicht. Öffnen Sie! Ich kann nicht. Dann werde ich es tun. Während er seinen Bleistift spitzt, fällt ihm ein, dass sein Name ein paar Jahre lang überhaupt nicht existierte. Dann wurde er verstümmelt. Jetzt nennen sie ihn wahrhaftig Benedetto. Was für ein Leben. Benedikt setzt die Bleistiftspitze nachdenklich aufs Papier und zeichnet ein paar Kringel. Er hat einen Pullover um die Hüften geschlungen. Man muss sich auch an heißen Tagen warm halten, ein Geheimnis, hinter das man erst nach vielen Jahren im Süden kommt. Die Redaktion ist nicht nach seinem Geschmack. In der Steinbodenwüste mit der Front verdunkelter französischer Fenster zum Meer stehen ein Tisch, zwei Stühle und ein Regal. In den Ecken stapeln sich alte Zeitungsnummern, Notizblöcke und Kinoprogramme. Aber so vieles war nicht nach seinem Geschmack gewesen. Wie lange ist das her, dass die Insel ihm Zuflucht gewährte, dass er hier am Ufer niedersank und Gott dankte für seine wunderbare Rettung? Antonius Vater hatte ihn versteckt gehalten, wenn Streifen nach Flüchtlingen suchten. Und später, als er zurückgehen hätte können, der Rauch nach dem Krieg sich verzogen hatte, hielt ihn etwas ab. Er spürte wohl Lust, den täglichen Kampf wieder aufzunehmen, seine Ja- und Nein-Stimme wieder abzugeben, wie er es so gern getan hatte, ehe man keine Stimme mehr abgeben durfte. Aber es war so lange her. Ich bin abgeschnitten. Und die Jahre gibt mir keiner zurück. Freiwillig hätte ich es nie getan, sagte er sich. Nun saß er hier und sah sich die großen Abenteurer an, hinter denen die Schergen her waren. Die Schergen hießen Krankheit und Rausch, Liebe und Enttäuschung, Tod und Vergangenheit und die Erinnerung daran. Dabei hatte er wieder lachen gelernt. Er lachte herzlich und ingrimmig. Das konnte heißen, ihr habt es nötig. Es ist die Zeit der Heckenrosen im Schwarzwald gewesen. Und ein paar Freunde sagten zu mir, es ist besser, du gehst jetzt. Ich nahm die Tarnkappe und legte die Strecke zurück. Aber ich sehe euch mit Wohlwollen zu, obwohl ihr nicht wisst, was das heißt, unsichtbar sein. Solange die Henker nicht aus Fleisch und Blut sind, könnt ihr den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Ich statte hier einen Dank ab. Die Insel ist grün, nur im Sommer ein wenig verbrannt, und wer hier leben muss, lebt wie überall. Das Brot ist teurer geworden, Lavinia klagt über Krampfader, und Antonio treibt es zu bunt. Er sollte heiraten. Antonio? Ja, Benedetto? Es gibt eine schöne Meldung. Die Carabinieri haben den armen Teufel gefasst. Ja, Benedetto. Es gebe eine schöne Meldung, denn wir werden es nicht bringen. Verstehst du? Grüne Insel, Reich meiner Träume. Man muss auf die Träume Rücksicht nehmen. Ja, Benedetto. Wie wäre es mit dem Hundefest unserer spanischen Granden? Insel wird Tierparadies. Die anderen ärgern sich schon, schlafen noch schlechter, seit die Meute vereint oder der Mond heult. Bahren und Grabsteine für Hunde gesucht. Das ist rührend. Verspricht eine neue Industrie. Tja, Benedetto. Wer ist alles angekommen? Ach, zu viel Hochzeitsreisende. Zu viele Sekretärinnen. Die Statisterie wird zu groß. Aber es wird mir Trinkgelder geben. Tja, Benedetto. Und wer reist alles ab? Die Ballerina, weil sie einen Arzt braucht. Hier wird es zu gefährlich. Die Krämpfe nehmen zu und sind unerklärlich. Antonio, schau mich an. Ja, Benedetto. Wie hieß doch der Mann, der so resolut das kleine weiße Haus bewohnte, auf der Nasenspitze, die der Hügel ins Meer hebt? Kein Abonnent, tat alle Arbeit allein.
wusch ich vermutlich auch die Hemden selbst. Was soll man da sagen? Du wirst auf die Gemeinde gehen und dich erkundigen. Ja, Benedetto. Oh, es lohnt sich nicht. Es hat ihn kaum jemand gekannt. Ja, Benedetto. Mach die Fenster auf, Antonio. Das Mittagsdunkel schläfert ein. Und ich möchte die Zikaden hören. Vielleicht lohnt es doch. Wir machen uns einen kleinen Scherz und nennen unseren Mann Robinson. Robinson hat dem Schiff gewunken. Robinson kehrt heim. Ja, Benedetto. Ach, du bist ein Ignorant, Antonio, aber du tust recht daran, einer zu bleiben. Wir müssen mit der Arbeit anfangen. Lass die Fenster nur offen, Antonio. Bald wird es still. Wir machen die Läden auf und alle kommen aus den Häusern. Abends gehen wir zum Hafen oder ins Kino unter freiem Himmel. Wenn der Lärm am größten ist, ist es am schönsten. Ja, Benedetto. Dies ist ein anderer Lärm. Er kommt aus dem Gebüsch, aus den Bäumen oder aus der Erde, meint man. Aber es hat Folgendes damit auf sich. Die Zikaden waren einmal Menschen. Ach, Antonio, wo kämen wir hin mit unseren Geschichten? Fangen wir also an. Schreiben wir. Robinson kehrt heim. Es ist gut. Ein anderer wird in das kleine Haus ziehen und wenn der Wind das Terrassendach zerzaust, wird er das Rohr glatt streichen. Gegen Ende des Sommers wird die Zisterne wenig Wasser haben, davon wird er viel Aufhebens machen, bang hinunterschauen und manchmal den flinken Aal sehen, der sie reinhält und nach den Fliegen schnappt, die an den Spinnenseilen hinuntergeglitten sind. Einige Fremde werden noch gehen, neue werden kommen. Wenn viele kommen, wird der Preis für die Einsamkeit steigen und der Strand sich füllen. In der Sonne werden blasse Gesichter gebrannt und der Sand läuft durch die Hände, bis ein Schatten die Insel überflügelt und eine Feder fällt, die in den Wind geblasen wurde. Nun, hier ist eine Insel. Und was willst du? Soll die Sonne das Messer ziehen und der Vulkan die Asche auf dein Haupt tun? Willst du nicht aufstehen und sehen, ob diese Hände zu gebrauchen sind? Oder willst du dir die Welt erlassen und die stolze Gefangenschaft? Such nicht zu vergessen. Erinnere dich, und der dürre Gesang deiner Sehnsucht wird Fleisch. Es verklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Ich kenne sie, und du kennst sie auch. Eine Tür fällt zu im Wind, und eine Straße läuft vom Himmel übers Meer zur Erde zurück. Und die Personen, von denen wir gehört haben, gibt es nicht. Aber es gibt andere Inseln.
Und viele Menschen, die versuchen, auf Inseln zu leben. Ich selbst war einer von ihnen. Und ich erinnere mich, dass mir eines Tages, als ich zum Strand hinunterging, einer entgegenkam und wegsah. Ich verstand sogleich, weil ich selbst nicht gesehen werden wollte. Er musste mit dieser Geschichte fertig werden. Ich glaube, es war eine unangenehme und traurige Geschichte, die er mir so wenig erzählt hätte, wie ich ihm die meine. Ja, ich glaube, es war gegen Mittag, als wir im Begriff waren, aneinander vorbeizugehen. Da geschah etwas, das uns daran hinderte. Ein Geschrei aus trockenen Kehlen brach los. Eine Musik, könnte ich auch sagen, ein wilder, frenetischer Gesang, der vom Hügel herunter über den Weg und zum Meer stürzte. Wir blieben stehen und sahen einander erschrocken an. Denn die Zikaden waren einmal Menschen. Sie hörten auf zu essen, zu trinken und zu lieben, um immerfort singen zu können. Auf der Flucht in den Gesang wurden sie dürrer und kleiner, und nun singen sie an ihre Sehnsucht verloren, verzaubert, aber auch verdammt, weil ihre Stimmen unmenschlich geworden sind. Das war das Hörspiel Zikaden von Ingeborg Bachmann. Musik Hans-Werner Henze. Die Besetzung: Robinson, Will Quadflieg. Der Gefangene, Paul Hoffmann. Antonio, Charles Brauer. Benedikt, Gerd Niemitz. Mrs. Helen Braun, Irmgard Fürst. Mr. Charles Braun, Hans Petsch. Salvatore, Heinz Klevenow. Prinz Ali, Viktor Stefan Görz. Jeanette, Ilse Balli. Stefano, Tonio von der Meden. Sowie Gisela Zoch, Inge Schmidt, Hans Kirchner, Heinrich Ockel und viele andere mehr. Der Erzähler war Ludwig Krämer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks unter der Regie von Gerd Westphal.